lang besuchten 8 Kfz-Azubis der BBS 1 Mainz, alle im dritten Lehrjahr bei Mercedes, die Partnerschule ZSM 1 im polnischen Krakau. Neben einem gemeinsamen Autotuning-Projekt absolvierten sie ein 3-tägiges Praktikum bei Mercedes vor Ort und bekamen so Einblicke in die polnische Arbeitswelt. Ein überaus abwechslungsreiches kulturelles Programm rundete unseren deutsch-polnischen Austausch ab. Mal schauen, was uns an unserem ersten Schultag erwartet. Um 8 Uhr morgens spazierten wir erwartungsvoll und gut gelaunt durch den Park zur nahegelegenen ZSM ein. Unser gemeinsames Tuning-Projekt konnte nun beginnen. 2 originalgetreue SLK-Nachbauten im Maßstab 1:4 sollten um zahlreiche Beleuchtungselemente ergänzt werden. We make another one in the back, the Kennzeichenleuchte. Bis Ende des Tages hatten wir dann auch ein ganz gutes Stück schon mal geschafft in dem Projekt. Von Dienstag bis Donnerstag lernten je 4 Azubis die beiden polnischen Mercedes-Betriebe kennen. Ein bisschen ungewiss. If you have some problems, you can ask me or my friend from the reception desk. Also Mr. Michael, who is a service advisor there. It's the same in Germany with the guys from the magazine. Wir haben trotz Verständigungsprobleme herausgefunden, was mit diesem Auto hier nicht stimmt. Und zwar ist ganz einfach die Kraftstoffpumpe von sehr schlechter Qualität. Ja, ich dachte, okay, die Polen, die haben vielleicht nicht so ein gutes Equipment, die sind vielleicht alles, da ist vielleicht alles ein bisschen einfacher. Die hatten super Ausrüstung. Das größte und älteste Salzbergwerk der Welt, Kopalnica Wielicka, gehört zu Recht zu den Top 10 der Weltkulturerbestätten. Wir tauchten ein in eine faszinierende Untertagewelt, in der einfach alles aus Steinsalz gestaltet ist. Waren Top-Abende hier. Ja, am Donnerstag nach der Arbeit sind wir die Zutaten besorgen gewesen für den Spundekäse. Und das war schon sehr abenteuerlich. Vor allem sind die ganzen Zutaten alle auf Polnisch gewesen. Spundekäse, warum denn das? Das war unser Beitrag zum deutsch-polnischen Spezialitätenbuffet direkt nach der Projektpräsentation. Bist du verrückt? Warum bin ich verrückt? Hast du eine Ahnung, wie viel Paprika da drin ist? Noch schnell ein paar letzte Lötarbeiten. Dann passt alles und hat Präsentationsreife. Die ganzen Lichter waren sehr gleichmäßig. Es sah wirklich gut aus und hat einen guten Eindruck gemacht. Na początku zaczęliśmy od wymontowania kompletnego oświetlenia z przodu. Potem wywierciliśmy 7 otworów. Ja, als wir mit der Präsentation fertig waren, wurden uns noch Teilnahmeurkunden verliehen, wo halt drauf stand, was wir alles so gemacht haben. Ich fand es auch, man hat sich sehr wohl gefühlt.